Künstliche Intelligenzen können heutzutage eine ganze Menge, aber können sie auch gute Profilbilder erstellen? Diese Frage habe ich mir gestellt, als ich auf Midjourney gestoßen bin, eine künstliche Intelligenz, mit der man Bilder erstellen kann, indem man so ein bisschen Input gibt und beschreibt, was man haben möchte. Und ich habe mal so ein paar Testläufe gestartet und da kamen interessante Bilder bei raus, die ich euch jetzt hier natürlich auch nicht vorenthalten will. Und ich wollte auch einfach mal nach eurer Meinung fragen. Und zwar habe ich jetzt schon etwas länger ein Profilbild, das relativ simpel ist. Nicht das Beste vielleicht, aber es ist halt meine eigene Kreation. Ich habe es damals selber mit Adobe Illustrator erstellt und ja, wie gesagt, ist halt ganz okay. Allerdings frage ich mich nun, will ich dieses Profilbild behalten oder eben durch eines dieser 6 Varianten hier ersetzen? Wir haben gewisse Ähnlichkeiten zwischen jeweils 2 Paaren, sind halt irgendwie aus einem gleichen Draft oder ich glaube den gleichen Suchanfrage eben entstanden. Einmal haben wir dieses Bild von einem Löwen mit Kopfhörern, ganz simpel, und die sind türkis, was ich auch eine sehr schöne Farbe finde. Ich finde, das ist ein sehr hübsches Bild. Dann haben wir die gleiche Variante nochmal mit geschlossenen Augen. Bisschen simplizistischer, wenn man das so sagen kann. Ja, auch eigentlich ganz cool, wie ich finde. Dann haben wir ja etwas bisschen kreativeres, würde ich behaupten, mit so einem komischen Stein so in der Mitte. Aber ich finde, passt auch irgendwie so dieses, ja, es ist so rubinartig oder so. Ich glaube, das passt irgendwie auch voll zu mir. Finde ich ganz nice, aber ist halt vielleicht auch ein bisschen too much für ein Profilbild. Vielleicht ist es aber auch genau richtig. Eine ähnliche Variante, aber ein bisschen, ja, vielleicht entspannter, folgt direkt danach. Und die finde ich ganz cool, auch wegen diesen Linien, die so ein bisschen auf der linken und rechten Seite zu sehen sind. Also dieses Neonfarben, ne? Finde ich sehr ansprechend. Aber hier auch gleiches Ding, ist halt ein bisschen sehr detailreich, weiß ich nicht, ob das so passend ist, und ja, dieser rote Strich, der ist halt irgendwie Teil des Ganzen, ich weiß auch nicht wieso, aber ist es auch nicht unbedingt super cool, finde ich. Dann haben wir noch die 2 orangenen Varianten, dort habe ich noch die Farbe Orange gewählt, weil ich ja die Farbe Orange eigentlich ganz passend auch zu meinem Kanal finde, auch wenn die bisher jetzt noch nicht so sehr vertreten ist, aber eigentlich sehe ich die eigentlich auch so in meinem Kanal-Design quasi drin. Ja, habe ich auch ein sehr futuristisches Profilbild. Und das finde ich echt auch ziemlich spannend. Es sieht nicht mal so ganz wie ein Kopfhörer aus, was da passiert ist. Aber es ist irgendwie auch cool. Ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Aber es gefällt mir trotzdem. Es ist irgendwie was anderes, als was ich so selbst im Kopf jetzt gehabt hätte. Aber es ist schon ziemlich cool. Und dann die gleiche Version, ähnliche Version hier nochmal mit, ja, irgendwie so einem Stirnband. Also kein Band, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auch noch so ein bisschen diese futuristische und das, ja, dieser, der Malstil quasi, der Zeichenstil sieht noch ein bisschen anders aus. Hat nicht so wirklich Augen. Ich glaube, das fällt nicht immer so sehr auf, wenn das so als kleines Profilbild da ist, aber ist auch, ja, hat auch was auf jeden Fall. Und diese 6 Profilbildvarianten habe ich jetzt quasi erstellt mit Midjourney. Den wird wahrscheinlich auch jetzt in der Beschreibung sein, wenn ich es nicht vergessen habe. Könnt ihr auch gerne selber mal reingucken. Und ja, der große Nachteil ist natürlich, ich habe es nicht selber erstellt. Gerade dann auch in Bezug darauf, dass ich es schlecht manipulieren kann. Ich habe die ganzen Layer irgendwie jetzt nicht irgendwie mit Adobe-Programm oder so, kann ich jetzt sehr einfach dann irgendwie da gut bearbeiten und sowas. Das geht jetzt hier halt schlechter. Und auch jetzt, wenn ich daraus quasi einen Banner irgendwie erstellen wollen würde, wäre es auch ein bisschen schwieriger. Das ist natürlich ein bisschen der Nachteil. Andererseits finde ich eben diese Varianten sehr schön. Also vor allem die ersten beiden und die letzten beiden finde ich sehr, sehr cool. Und ich würde voll gerne mal eure Meinung dazu hören. Also schreibt mir das doch sehr gerne in die Kommentare. Vielleicht werde ich eine Abstimmung machen, vielleicht auch nicht. Aber so oder so könnt ihr mir super gerne eure Meinung mal in die Kommentare schreiben. Und ich werde dann vielleicht mal gucken, je nachdem, was ihr so für Ideen dazu habt und was eure Gedanken dazu sind, ob ich vielleicht mal mein Profilbild auf eines dieser Profilbilder wechsle oder ob ich mein derzeitiges behalten werde. Ansonsten freue ich mich, euch wieder in einem der nächsten Videos zu sehen. Wahrscheinlich wieder Pro Cycling Manager. Man kennt's. Bis dann, macht's gut und bye bye.